So, 12.30 Uhr hier bei uns am Forum Digitalisierung praktisch gestalten. Schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr hier seid. Und David Zimmermann, David, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema, was wir jetzt besprechen, digitale Arbeitsvorbereitung, eine Innovation, die lohnt. Warum, David, das erzählst du uns jetzt und am Beispiel von Planbar, da bist du Gründer und Geschäftsführer. Und bevor wir gleich mit den Fragen beginnen, vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir, David. Ja, also kurz ab zu mir. Ich bin auch, ja, wie die meisten hier wahrscheinlich, schlägt ein grünes Herz in der Brust. Heißt, mit dem Johannes zusammen, der da vorne steht, führen wir seit 2011 einen klassischen Gartenlandschaftsbaubetrieb. Daraus ist auch am Ende die Idee von Planbar entstanden. Wir sind ja gemeinsam gestartet und nach gewachsen. Und relativ schnell hatten wir so für uns das Problem, den Überblick zu behalten. Wann ist wer wo? Wie gehen wir mit den ganzen täglichen Änderungen um? Weil wir alle nicht in der Industrie arbeiten, wo man das so, ja, der Reihe nach abarbeiten kann, sondern bei uns fließen ja viel, viel mehr Faktoren rein. Wetter, Personal, der Kunde schmeißt irgendwas um. Und da haben wir halt irgendwas gesucht, um einfach und übersichtlich zu planen. Und daraus ist dann am Ende die Idee von Planbar entstanden. David, aus deiner Sicht und Erfahrung, wo drückt bei den Galabauern so im Tagesgeschäft und Auftragsmanagement der Schuh am meisten? Welche Herausforderungen gibt es da in der Arbeitsvorbereitung im Galabau? Es wandelt sich ja so ein bisschen. Also wenn man, vor 2 Jahren habe ich auch hier gesessen, da hatten wir noch eine ganz andere Situation. Da waren ja viele Aufträge da. Wenn ich jetzt mit Branchenkollegen spreche, die bestätigen mir Ähnliches. Also wir müssen viel, viel mehr kämpfen, um überhaupt einen Auftrag zu bekommen. Also wenn wir damals eine Quote von 8 zu 10 hatten, dann haben wir jetzt eine Quote von 3 zu 10. Also das heißt, unsere Bauleiter, die müssen viel, viel mehr Arbeit leisten, um überhaupt einen Auftrag zu bekommen. Und da, um die Kunden zu überzeugen, ja. Um die Kunden zu überzeugen. Das heißt, wir werden nochmal 3 Runden extra gedreht. Das war ein extremer Aufwand, der noch betrieben wird. Aber die haben ja nicht auf einmal mehr Zeit. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wie gestalten wir unsere Prozesse möglichst effizient, damit dann am Ende auch die Zeit für den Kunden, aber auch die Betreuung auf der Baustelle da ist. Also ein großes Thema, um es mal konkret zu beantworten, ist, wir haben zu wenig Zeit und wir müssen einfach immer mehr leisten. Also die Anforderung seitens der Kunden wird einfach immer höher. Und deswegen brauchen wir irgendwelche Möglichkeiten, um das effizienter gestalten zu können. Also du umschreibst das, wir brauchen irgendwelche Möglichkeiten. Damit sind natürlich digitale Werkzeuge gemeint. Welche Eigenschaften muss so ein digitales Werkzeug erfüllen und welche Voraussetzungen brauche ich im Betrieb, Stichwort Digitalisierung, um das einsetzen zu können? Ja. Also das Wichtigste ist immer noch, dass das Mittel, das was ich einsetze, mal ganz allgemein gesprochen, zu mir passt. Denn, also merken wir immer wieder, du kannst 10 Gartenbaubetriebe nebeneinander stellen, jeder arbeitet doch anders. Also es gibt nicht ein Tool, was im Grunde auf einmal alle Lösungen löst. Gibt es nicht. Das heißt, man muss sich die Arbeit machen, mit den Tools sprechen und sagen, okay, wie löst ihr was? Und dann schauen, okay, wie sind wirklich meine Anforderungen? Mal einfach durchsprechen. So, wie ist denn mein Prozess? Von der Kunde meldet sich, welchen Prozess, bis die Rechnung da ist, durchläuft er denn? Und sich da mal Gedanken zu machen. Und dann schauen, okay, so, wo drückt bei mir der Schuh? Wo hapert es? Wo verliere ich viel Zeit? Und dann kann ich auch sehen, okay, wo sind Möglichkeiten, die ich nutzen kann, um da eben Abhilfe zu schaffen? Macht es jetzt für mich als Handwerksbetrieb oder als Galabauer Sinn, die optimale Lösung für jeden einzelnen Bereich meines Tagesgeschäfts zu holen und der Unternehmensführung zu suchen? Oder dann doch lieber so ein Komplettpaket, eine Branchenlösung? Abhängig im Grunde genommen von den Anforderungen, die ich habe. Aber allgemein kann man sagen, so eine eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Wenn ich 10 Betriebe nebeneinander stelle und die arbeiten schon unterschiedlich, wie soll ein Programm eine komplette Branche vollumfänglich lösen können? Denn irgendwo wird es immer Punkte geben, wo ich entweder sage, ich mache für mich Abstriche, damit kann ich gut leben. Wenn ich aber sage, ich möchte das perfekt haben, dann ist eher eigentlich schon seit Jahren der Trend, dass man eben hingeht, dass ich ein datenführendes System habe und ich mir Lösungen suche, die eben perfekt auf mich zugeschnitten sind. Dass ich eben die Lösung bekomme, die zu mir passt und einfach, dass ich da die meiste Zeit zu spare. Wichtig ist natürlich da, dass ich jetzt nicht 10 Lösungen habe, die ich alle einzeln befüllen muss, weil dann sind die Lösungen vielleicht im Einzelnen gut, aber ich verliere da wieder Zeit. Also sollten die Lösungen miteinander verbunden sein, sodass ich dann wieder, wie beim Kunden, den runden Prozess habe. Also da ist eigentlich das Thema Schnittstellen ganz, ganz wichtig, dass ich schaffe, die Sachen anzubinden.
auch wichtig, du fragst eben, was muss der Betrieb dafür mitnehmen? Mhm. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die Bereitschaft und der Wille, sich damit zu befassen. Also wir stehen jetzt ja hier auf der Messe, wir bekommen immer mal wieder mit, ja, wir machen das so, wie wir es schon seit Jahrzehnten machen. Wenn ich so natürlich durch die Welt gehe, dann kann ich mich nicht verbessern, sondern das Wichtigste ist erstmal der Wille und die Bereitschaft zu sagen, okay, ich schaue mir die Prozesse an, ich gucke mal, was ist möglich und gehe dann den Weg. Woran erkenne ich denn als Handwerker eine einfach zu bedienende Handwerker-Software oder App, mit der ich dann oder mein Büroteam zurechtkommt, ohne komplizierte Eingabeoptionen und so weiter? Schwierige Frage. Also generell ist es ein schwieriger Grad zwischen, wie viel will ich auswerten und wie einfach soll es sein. Weil das steht so ein bisschen im Gegensatz. Je mehr Daten ich eingebe, desto mehr kann ich wieder an Informationen rausziehen, auswerten. Aber es wird natürlich auch aufwendiger. Und ich muss für mich als Betrieb so einen Mittelweg finden und sagen, okay, das ist für mich wichtig und ich brauche die Zeit nicht, da kann ich eben nur drüber wegschauen. Also wir verfolgen den Ansatz, weniger ist mehr und haben die Lösung möglichst unkompliziert gemacht. Heißt aber auch, wenn ich nochmal ganz spezielle Sachen wieder auswerten will, dann muss ich eben darauf verzichten. Dafür bin ich aber in der täglichen Eingabe und im Nutzen viel schneller. Wir merken halt immer wieder, sowohl bei uns als auch bei den Kunden, dass, klar, eine Lösung kann tausend Sachen eingeben, kann extrem wertvoll sein, die Informationen. Aber wenn es dann stressiger wird und mir fehlt die Zeit, ich dann gar nichts mehr eingebe, dann nützt mir die beste Software nichts. Deswegen da ruhig mal kritisch hinterfragen, was brauche ich wirklich und was brauche ich im täglichen Bedarf wirklich. Ich habe ja immer die Möglichkeit, nochmal einmal gezielter reinzugehen. Also einfach mal, um konkret zu sprechen, ein Beispiel Poolabdeckung. Wir haben eine neue Poolabdeckung letztens gebaut, da habe ich zu unseren Mitarbeitern gesagt, die sollen mir ganz genau aufschreiben, wie lange sie dafür brauchen. Dann habe ich den Wert und ziehe den raus. Ich brauche aber für mich nicht jedes Mal, wenn Kantensteine gesetzt werden, dass die jedes Mal aufschreiben, wie lange sie wofür gebraucht haben, was da an Material gegeben wird. Weil das Eingeben kostet ja jedes Mal Geld. Ich würde es mir ja nur ein-, zweimal anschauen. Deswegen haben wir für uns den Weg gewählt. Wir machen eine Nachkalkulation nur pro Baustelle, pro Projekt. Dann ziehe ich dann am Ende raus, okay, ich weiß, ich bin da positiv oder im besten Fall negativ, dann muss ich nochmal schauen, wie kriege ich es ins Positive. Aber ich muss nicht jede einzelne Position im Detail jedes Mal nachkalkulieren können. Weil die Daten, damit ich es nachkalkulieren kann, muss ich ja jedes Mal die Informationen eingeben. Und das ist immer noch eine wertvolle Zeit und erstmal ja nicht produktiv. Lass uns mal du hast gerade gesagt, Datenerfassung, Datenauswertung ist ein ganz zentrales Thema in dem Zusammenhang. Dann lass uns mal über das Thema digitale Arbeitszeiterfassung noch mal ein bisschen genauer sprechen. Wie sind wir da gerade der Stand in Deutschland? Was müssen wir da erfüllen? Und vor allem, wie unterstützt eure Lösung da mich als Unternehmer? Ja. Also erstmal wird beim Thema Zeiterfassung wird ja wieder so eine Sau durchs Dorf getrieben. Damals wie bei der DSGVO. Auf einmal müssen alle das machen. Bisher ist noch gar nicht so ganz viel geregelt, außer es müssen Zeiten erfasst werden. Aber das machen sowieso die meisten schon. Betriebe, es wird darauf hinauslaufen, das ist im Moment zwar noch nicht, es gibt noch keine gesetzliche Vorgabe, aber es wird darauf hinauslaufen, dass Betriebe ab 10 Mitarbeitern Zeiten digital erfassen müssen. Viel wichtiger ist ja eigentlich, als das, was wir machen müssen, ist, was bringt mir den Mehrwert? Also wir versuchen selber gar nicht damit zu werben, hör mal, ihr müsst das machen, sondern ich möchte ja eine Software oder ein System einführen, was mir Mehrwerte bringt und daraus Nutzen ziehen und es nicht machen, weil ich es machen muss. Mhm. Und das sollte eigentlich eher ein Kaufgrund oder ein Entscheidungsgrund sein, welche und also ob man überhaupt eine Zeiterfassung nimmt und welche Zeiterfassung man nimmt, gesagt, okay, was brauche ich denn? Mhm. Wir haben es bei uns so geregelt, dass wir dass der Betrieb selber entscheiden kann, wie er es macht. Also entweder einfach per Stoppuhr, dass die einmal sagen, komm, die drücken morgens drauf, Start und vielleicht in der Pause Stopp. Mhm. Dann also das läuft die ganze Zeit mit dann? Läuft, kann mitlaufen, ja. Einige gehen aber auch hin und die tragen einfach am Ende vom Tag ein. Mhm. Denn die meisten Betriebe kommen ja daher, dass es am Ende vom Tag auf dem Zettel geschrieben wird. Mhm. Und eine Software ist am leichtesten zu bedienen, wenn möglichst wenig Wechsel da ist. Mhm. Also sind wir hingegangen und wir haben quasi einfach nur, wir ändern nur das Medium. Am Ende vom Tag wird aufgeschrieben, anstatt auf dem Zettel, in planbar. Und dann kann ich eben aufschreiben, okay, der Auftrag ist vorausgewählt. Mhm. Dann sage ich, ich habe für Kunde Müller gearbeitet von 7 bis 16 Uhr und habe so lange Pause gemacht. Okay, waren noch Kollegen dabei, dann wähle ich die an und von mir aus kann ich sagen, komm, der Bagger hat auch nur 3 Stunden gearbeitet. Aber so habe ich mit 3 Klicks eine Auswertung gemacht oder eine Zeiterfassung gemacht, erstmal pro Objekt. Mhm.
ich kann dann wieder natürlich, wenn ich möchte, noch detaillierter reingehen. Dass ich sage, komm, die haben Fahrt- und Ladezeit war so und so lange. Um dann wieder nachher noch mehr auszuwerten, wie war zum Beispiel meine Produktivzeit. Aber im ersten Moment, wenn ich möchte, kann ich es ganz einfach halten. Und ich kann, wenn ich möchte, immer tiefer und granularer reingehen. Also ihr dreht das quasi rum, aus der Pflicht eine Chance zu machen, kann man so sagen, auch beim Thema Arbeitszeiterfassung. Ja, definitiv. Lass uns mal über das, also wenn es Fragen an David gibt zu dem Thema oder gleich zu anderen Themen, einfach die Arme hoch, dann kommen wir runter und besprechen das Ganze in Ruhe. Was wir auch besprechen müssen, David, ist das Thema künstliche Intelligenz. Wie sieht es damit aus in der Software für Handwerksbetriebe? Heute, in Zukunft, welche Bereiche wird das alles tangieren? Heute und in Zukunft muss man ja nochmal so ein bisschen unterscheiden. Genau. Also ich merke selber, dass es jetzt nochmal, also was wird im Moment bei den Betrieben genutzt? Wir schalten uns ja immer, wenn wir Planbar installieren, bei den Betrieben drauf. Dann sehe ich immer, okay, was wird schon genutzt? Und das, was wir immer sehen, ist oben, dass da ChatGPT als Reiter gespeichert ist und mal für einzelne Anfragen genutzt. Ich glaube, das ist relativ einfach und kriegt jeder hin und kann einfach erstmal so kleinere Arbeitserleichterungen sein, dass ich immer noch irgendwelche Aufgabenstellungen darüber löse, mir eine Mail schreiben lasse. Also einfach, um punktuell zu unterstützen. Das wird heute relativ viel schon genutzt. Das Ganze wird sich nach und nach, sobald man sich mehr daran gewöhnt hat, ihn noch weiter etablieren und nicht in Form, dass man sogar die künstliche Intelligenz wird unsere Arbeit wegnehmen oder also die Dampfmaschine hat auch nicht die Arbeit weggenommen, sondern einfach, dass ich mir, das ist immer wieder bei dem Anfang, ich habe zu wenig Zeit und ich muss mir irgendwie Helferlein schaffen, um mehr Zeit zu haben, um mich auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Und dass man dann zum Beispiel Auswertungen hat, wenn ein Angebot reinkommt, dass die erstmal schon vorausgefüllt sind, dass ich diese Standardsachen nicht immer machen muss, sondern nur in nochmal im Detail reinschaue und ein paar Sachen mir anschauen muss, um da reinzugehen. Ein Beispiel. Dann, da wo wir es auch merken, ist bei der Thema Kommunikation. Also ich habe auf dem Weg mit unserem Kompagnon, wir sind 6 Stunden Auto gefahren und wir haben nochmal so ein bisschen auch dann unseren Betrieb oder über unseren Betrieb gesprochen und haben für uns festgestellt, war so unsere Schätzung, dass 80% der Probleme, die wir haben im Moment, also mit Kunden, zwischen Bauleitern und Kunden oder zwischen dem Mitarbeiter, wenn irgendwelche Sachen schieflaufen, sind darauf zurückzuführen, dass vorher irgendwie eine Kommunikation nicht gut war oder andersrum, mit einer besseren Kommunikation hätten wir sie vermeiden können. Also weil eine Absprache mit dem Kunden besser gelaufen wäre oder weil der Mitarbeiter die Information besser hat. Und gerade beim Thema Kommunikation kann KI sehr, sehr gut unterstützen, um es einfach eben zu vereinfachen, dass ich sage, okay, ich habe hier meine Textbausteine, die muss ich nur noch raussenden und ich habe schon vorgegeben, was ich machen muss. Wie, David, unterscheidet sich denn eure Software planbar ganz konkret von einem analogen Planungsboard jetzt? Also grundsätzlich haben wir uns so aufgestellt, wir haben es ja für uns gemacht, weil wir das Problem hatten der Planung. Das heißt, diese ganzen Möglichkeiten, die eine Branchenlösung hat, die bieten wir nicht, sondern wir haben uns so positioniert, dass wir uns als Add-on, als Erweiterung zum Angebots- und Rechnungsprogramm darstellen. Das heißt, wir können aus dem Branchenprogramm die Auftragsdaten rausziehen und dann eben die Planung machen. Und wir haben halt einen großen Vorteil, dass wir uns extrem flexibel an die Art und Weise, wie gearbeitet wird, anpassen. Also wenn wir ins Gespräch kommen, ist immer das Erste, dass der Kunde mir erklärt, wie wird gearbeitet, dass wir dann schauen, wie kriegen wir das umgesetzt. Und das Prinzip, was wir gemacht haben, ist eigentlich nicht neu. Also wir haben jetzt nicht das Rad neu erfunden, sondern wir haben die Magnettafel, die früher an der Wand hing, die haben wir einfach nachgebaut. Und das aber eben in extrem flexibel. Das heißt, ich habe auf einer Seite habe ich meinen Betrieb, meine Mitarbeiter, Kolonnen, Geräte, den Zeitstrahl und entlang dieser beiden Achsen weise ich die Aufträge zu. Und das, womit wir alle zu kämpfen haben, ist diese ganzen täglichen Änderungen. Und ich kann halt alles eben einfach von A nach B schieben, flexibel reagieren. Dadurch, dass es online ist, kann ich halt von überall drauf zugreifen. Denn wann habe ich Änderungen? Dann, wenn ich im Unternehmen bei den Mitarbeitern draußen bin oder wenn ich beim Kunden bin und irgendwelche Sachen durchspreche. Und dann kann ich halt eben drauf zugreifen, mache irgendwelche Änderungen. Das kriege ich halt, wenn ich irgendwo so ein herkömmliches Planboard an der Wand habe, kann ich dann nicht von überall drauf zugreifen. Dann ist es natürlich so, dadurch, dass das online ist, können die Informationen direkt weitergegeben werden. Das heißt, sobald ich einen Auftrag an einen Mitarbeiter plane, sieht der die Sachen und kann sich dann auch schon vorbereiten.
Bekommen wir jetzt hier auch in den Gesprächen immer wieder gespiegelt. Mhm. Es gibt noch relativ viele Betriebe, die gehen hin und da wird morgens gesagt, okay, wo fahrt ihr hin? Weil der Chef sagt, ich krieg's ja vorher eh nicht anders geplant. Wir müssen eh ständig umwechseln. Aber wenn die schon einen Abend vorher die Information haben, dann kann ich mich halt auch darauf vorbereiten. Ich sehe, okay, was ist zu machen, sehe schon mal die Fotos, kann mir schon mal Gedanken machen. Wie oft wir erleben, dass unsere Mitarbeiter abends nochmal reinschreiben, boah, ich brauche morgen das noch oder ich muss noch irgendwelche speziellen Sachen mitnehmen. Und wenn ich die Mitarbeiter vorher mitnehme und denen Informationen gebe, dann können sie auch mitdenken. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Muss man das irgendwie eingrenzen, für welche Branchen oder Handwerksgewerke euer Tool gedacht ist, planbar? Oder ist es quasi universell? Also wir sind natürlich am stärksten vertreten im Gartenbau. Wir haben es für uns entwickelt. Da sind die größten Überschneidungspunkte. Aber du kannst, ein Gärtner macht die gleiche Arbeit wie ein Maler aus Sicht der Planung. Denn wir haben alle, wir bekommen Aufträge und die Mitarbeiter machen die Arbeit beim Kunden vor Ort. Und auch die haben im Grunde einen Wechsel. Deswegen sind wir da relativ flexibel aufgestellt. Aber man muss natürlich schon sagen, wir haben einige Funktionen, die speziell für den Gartenbau sehr, sehr wichtig sind und im Grunde da einige Helferlein sind. In der Gartenpflege, also in der Bautechnik ist meistens weniger Wechsel, da habe ich meine Baustellen, die laufen länger durch. Die Gartenpflege ist nochmal stärker wetterabhängig, da kann ich nicht genau sagen, wie lange das dauert. Das sind immer spezielle Anforderungen, die wir eben sehr, sehr gut schon lösen. Ja. Vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen, David, am Ende. Also ein Tool, sprechen wir über Digitalisierung hier von morgens bis abends, ein Tool, wie beispielsweise jetzt planbar, welchen konkreten Nutzen bringt mir das als Unternehmer, als Mitarbeiter oder auch für die Kunden? Ja, also als Unternehmer bringt es mir erstmal den Vorteil, dass ich überhaupt mal schaffe, eine vernünftige Vorausplanung zu haben. Wenn wir jetzt hier mal sprechen, dann hören wir ganz oft, dass irgendwie mit Excel oder im Kalender geplant wird und das ist ja gar nicht so flexibel. Wenn man einmal sich in Planbar den Betrieb nachbaut, dann habe ich die Möglichkeit, wirklich möglichst zuverlässig vorauszuplanen. Und dann wiederum, also dieses kurzfristige Planen kostet ja immer Geld und schürt ja auch oft zu Fehlern. Dann muss ich irgendwas umschmeißen oder ich verplane mich, dann muss ich eine Baustelle geringer besetzen und daraus resultieren ja Fehler. Das heißt, wenn ich eine vernünftige Vorausplanung habe, spart mir wirklich effektiv Geld und ich kann meine Baustellen aber auch besser durchführen. Also das heißt, ich kann den Kunden besser bedienen, ich muss hier nicht vertrösten, ich habe die Baustellen so besetzt, wie es eigentlich sollte und bin dadurch effizienter. Wiederum für die Mitarbeiter ist es natürlich besser, wenn die schon vorher wissen, die können sich Gedanken machen. Ich hätte auch keinen Bock, in einem Betrieb zu arbeiten, wo ich morgens erst hinkomme und dann die Informationen bekomme. Wenn ich aber mitgenommen werde, wenn ich Informationen bekomme, dann kann ich auch mitdenken, ne? Und kann auch zum Mehrwert zum Unternehmen beitragen. Das ist der Part. Und für den Kunden ist natürlich viel, viel schöner, wenn ich schon im Vorhinein weiß, okay, die sagen mir, die kommen jetzt Ende November und es wird Ende November und ich verschiebe den nicht dreimal oder ich komme halt im Mai. Also das heißt, wir können wirklich relativ zuverlässig sagen, wenn können wir die Sachen durchführen. Was wiederum heißt, wir starten gar nicht mit schlechter Laune in so ein Projekt rein. Wir hatten es ganz am Anfang, hatten wir die Planung noch nicht so ausgefeilt. Dann haben wir den Kunden eine Schätzung gegeben, die wir aber gar nicht halten konnten. Und dann mussten wir einmal, zweimal vertrösten und wir sind schon direkt mit schlechter Laune in so ein Projekt gestartet. Und ich glaube, das kennt jeder, wenn der Kunde erstmal irgendwie so ein bisschen schon angefressen ist, dann gucken die halt auch viel mehr hin auf eine Fuge oder auf irgendwelche Sachen. Wenn man aber gut startet, dann läuft so ein Projekt einfach wie Butter durch. David, kannst du vielleicht noch am Ende einen Ausblick geben, wie ihr planbar weiterentwickelt? Was als nächstes kommt, als nächster Step? Was ich als Kunde erwarten kann bei euch? Im Grunde werden wir wahrscheinlich so eine KI-Komponente mit reinnehmen und im weitesten Sinne das Thema Kommunikation weiter ausbauen. Eben, weil wir auch nochmal für uns gesagt haben, boah, da bleibt die meiste Kohle auf der Strecke liegen. Also, wir wissen ja im Grunde genommen, wir machen die Planung, der Mitarbeiter weiß, wo er ist. Aber, dass wir den Kunden auch mit reinnehmen, also, dass er schon vielleicht, ich kann sagen, ich drücke auf den Knopf und dann wird der Kunde informiert, der Peter und der Klaus, die kommen am Montag schon und man sieht schon ein Bild. Das heißt, die wissen schon ganz genau, okay, wer kommt denn zu mir in die Privatsphäre? Und die fühlen sich gut abgenommen. Ich muss aber nicht jetzt extra nochmal den Kunden anrufen und die Oma Erna erzählt mir irgendwie ihre Leier, wie nett das Kaffee trinken war, sondern ich habe es relativ schnell erledigt, nimm aber den Kunden mit. Als auch, dass wir zum Beispiel den Subunternehmer mit reinnehmen, dass die dann immer noch die passenden Informationen haben,
Und dann habe ich ja so eine Dreiecksbeziehung und da möchten wir, dass man auch auf so ein gemeinsamer Datenpool zugegriffen werden kann. Dass ich genau sagen kann, okay, das sind Daten, die stelle ich auch meinem Kunden zur Verfügung. Und dann sieht er ganz genau, okay, was, wie weit ist der Baustellenverlauf, auch wenn er gerade mal nicht vor Ort ist und weiß, was mitgenommen ist. Und je mehr ich da teile, das ist so eine Erfahrung, die wir für uns gemacht haben, desto weniger Skepsis herrscht auch beim Kunden. Also wenn ich alles so ein bisschen verschlossen mache, dann schaut er natürlich genauer nach. Aber wenn ich von vornherein schon offen mit allem bin, so, dann weiß der Kunde, ich habe auch nichts zu verbergen. Und da habe ich auch dann weniger zu befürchten. Also da ist so ein bisschen rausgehen und das Thema Kommunikation wichtig. Also KI hast du eben schon angesprochen, da seid ihr auch dran. Und ich frage natürlich immer unsere Digitalisierungsexperten hier oben, wenn wir über KI sprechen, ob die glauben, dass dann die Arbeit für den einen oder anderen Mitarbeiter weniger wird. Heißt nein, es wird in jedem Fall trotz Digitalisierung, trotz KI, es wird in die Richtung gehen, dass es mehr Arbeit geben wird in Zukunft pro Mitarbeiter. Ja. Siehst du das genauso? Ja, definitiv. Die Anforderungen, die wir haben, die werden ja immer mehr. Und das muss ja irgendwie abgefangen werden. Das kann ja nicht durch mehr Leute abgefangen werden, sondern das wird darüber abgefangen, dass wir Unterstützung bekommen. Und da ist eben KI ein mega, mega wichtiges Werkzeug, um unsere Arbeit zu erleichtern. Es wird nicht Arbeit abnehmen, sondern wirklich erleichtern, unterstützen, sodass wir Zeit haben für die wesentlichen Sachen oder auch einfach mal für Urlaub. Darf ja auch mal sein. David, digitale Arbeitsvorbereitung, eine Innovation, die lohnt. Gibt es Fragen an David? Ansonsten sage ich ganz herzlichen Dank. David Zimmermann, Gründer und Geschäftsführer Planbar GmbH. Wir machen 5 Minuten Pause, beziehungsweise machen weiter 13 Uhr, machen ein bisschen Musik und dann geht es weiter mit einem ganz, ganz spannenden Thema um 13 Uhr. Dankeschön und bis gleich. Danke, David. Dankeschön. Danke dir.